Okay, dann starte ich mal. Also ich wollte noch mal erzählen, Auswandern nach Ungarn, was jetzt so unsere Motivation dazu ist, und was wir bisher da so überlegt haben. Also es ist nichts absolut Feststehendes. Seit letzten Sommer circa machen wir uns so ein bisschen spielerisch Gedanken drum. Und die Vorteile, die für uns da eine Rolle spielen, sind vor allem das Finanzielle jetzt auch, was aber nicht unbedingt der erste Motivator ist oder der stärkste Faktor auf jeden Fall. Ja, hier sich eine Wohnung in Deutschland irgendwie für 500, 600 warm zu leisten und Steuern und alles drum und dran, Lebenserhaltungskosten, schaffen wir momentan nicht zu stemmen mit Dingen, die uns Spaß machen. Da müssten wir uns halt schon irgendwie quälen. Und in Ungarn dann einfach ein eigenes Anwesen, eigenes Grundstück, eigenes Haus kaufen, wo man keine Miete zahlen muss, dann nur so Grundstücksteuer von 30 € im Monat circa und sehr niedrige Lebenserhaltungskosten, das ist schon so ein sehr großer Faktor. Ein anderer Faktor sind die Hunde, die dann ihren Auslauf da haben und nicht einfach in der Wohnung den halben Tag halt rumhängen, sondern einfach dann auf ein großes Grundstück raus können. Apropos großes Grundstück, die meisten Häuser in Ungarn haben mindestens 6000 Quadratmeter, wenn das also, was heißt die meisten Häuser, die Häuser, die in der sogenannten Puszta angesiedelt sind. Das ist eine Einödnis, da wollen die meisten eigentlich eher weg. Aber der Vorteil für uns ist, dass da halt dann halt auch so wenig Leute sind, nächste Nachbarn 2 Kilometern circa. Und ja, in der Puszta, das nennt man zwar Einödnis, und da fällt auch relativ wenig Regen, was ein Vorteil jetzt für uns ist, aber da gibt es dann trotzdem viel Grundwasser und dadurch kann man halt auch sehr gut anbauen und es gibt auch Wälder in der Nähe dort. Und das Klima ist einzigartig, also es ist ein sehr stark kontinentales Klima, das heißt, weil kein Meer in der Nähe ist, um die Temperaturen so ein bisschen abzupuffern, sind die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Jahreszeiten extremer. Das heißt, die Winter sind ca. 10 Grad kälter, in 2 Monaten regelmäßig bis zu minus 20 Grad und im Sommer halt 10 Grad wärmer. Durchgehend 30 Grad, gefühlt bis zu 40, immer ziemlich bis komplett wolkenlos, kein Regen, Regen nur in Form von Gewittern im Sommer und im Winter nur in Form von Schnee. Das sind so die Jahreszeiten oder so wie die Jahreszeiten dort ausgeprägt sind, ist immer das, was ich in der Kindheit so extrem, wirklich extrem vermisst habe und am optimalsten für mich finde, halt richtige Winter, richtige Sommer, nicht so wischiwaschi irgendwie wie in Deutschland. So ist das zumindest für meine Empfindung. Und das ist halt einzigartig dort. Wenn man jetzt schon zum Beispiel ein bisschen südlich geht nach Nordkroatien, da ist das Klima dann wieder ähnlich wie in Deutschland, zwar auch wärmer, nochmal 3 Grad wärmer als in Ungarn. Aber es sind auch wieder sehr viel Regen, sehr viel bewölkt. Ja, und in der Puszta sterben halt die alten Leute dann weg, die Häuser werden frei, da will kein anderer hin, deswegen sind die sehr günstig. Es geht bei 6.000 los. Unsere momentanen Favoriten bewegen sich so ab 18.000, dann hat man da auch garantiert keine Pilze halt drin, keine, wie heißt das nochmal, in den Wänden die Pilze. Nicht Schwamm, die ganz normalen Schimmel. Schimmel, genau, Schimmelpilz, genau. Ja, also das Klima, wie gesagt, ist da halt ein Vorteil, das Finanzielle dann für die Hunde und auch für uns. Wenig Menschen, momentan passt uns das einfach viel besser. Überlegen aber auch mal eine Saison oder öfters mal eine Saison auch nach Berlin oder sonst wo in Deutschland zu kommen und irgendwie Projekte zu starten oder sowas. Aber generell so einen Wohnsitz in Ungarn zu haben, der nicht viel Unterhalt kostet, das gibt auch sehr viel Sicherheit und Freude, denke ich mal. Steht aber nicht komplett fest. Tropen überlegen wir halt auch noch. Von den Tropen ist halt noch natürlich der Vorteil, dass man halt nichts mit Heizung unbedingt hat. In Ungarn wäre das halt so, dass man für diese kalten Winter ziemlich viel Brennholz benötigt. Wälder sind in der Nähe. Holzöfen haben die alle traditionell, diese Häuser. Also wurde halt immer mit Holz geheizt. Manche sind auch mit Gas. Wir wollen aber eher mit Holz heizen. Das liegt uns näher. Dann müssten wir da vielleicht irgendwie mal 3 Wochen im Jahr
am Stück halt Holz sammeln gehen. Manche kann man auch mit einem Hektar Wald direkt dazu kaufen. 5000 Euro den Hektar zum Grundstück. Ja, das wäre dann halt die Heizungssituation. Und dann gibt es natürlich dann auch einen Herd, der mit Holz befeuert wird, wenn man für die Hunde was kocht oder für uns auch nochmal. Hat man die Situation, elektrische Geräte braucht man dann fast gar nicht mehr. Waschmaschine nehmen wir, glaube ich, nicht mit erstmal. Beziehungsweise schaffen wir uns nicht dort an. Dann hätten wir dann quasi nur ein Handy und ein Tablet, die ein paar Watt brauchen und vielleicht so LED-Lämpchen für Licht, die 0,1 Watt oder sowas brauchen oder noch weniger. Da reicht dann ein einfaches Solarpanel erstmal, kann man natürlich weiter ausbauen, kleines Windrad und so weiter, Essen anbauen, vielleicht im Permakultur-Style. Vielleicht machen das dann auch andere Leute, die ja zu Besuch sind für ein paar Monate oder Wochen, die dann Spaß haben, sowas aufzubauen. Wird man dann gucken, Retreats welche wahrscheinlich geben. Andere Sachen werden da geschehen, Tonstudio, was weiß ich, Schlagzeug da aufbauen und so weiter. Mal schauen, 4000 Euro haben wir jetzt sicher zusammen in kurzer Zeit. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke, da kriegen wir schon diese 18.000 locker zusammen bis nächstes Jahr. Mitte nächsten Jahres, August circa. Genau, okay, die Heizungssituation, die Elektrizität, Wasser ist so, haben die auch traditionell. Brunnen ist halt viel Grundwasser, wie gesagt. Wir haben Tiefenbrunnen, 2 bis 4 Stück durchschnittlich bei so einem Haus, bei so einem Anwesen. Haben oft auch halt so Nebengebäude, also eben 70 Quadratmeter Nebengebäude. Ja, mit Wasser, Hauswasserwerk, also Sickergrube. Dann hat man halt auch die Wasserversorgung geklärt. Ja, ist natürlich trotzdem so ein bisschen Arbeit, das in Takt zu halten, auch zu renovieren und sowas. Deswegen überlegen wir das, vielleicht trotzdem noch einen Schritt weiter zu gehen und doch irgendwo in den Tropen oder sowas, wo dann einfach direkt die Sonne die Energie bietet und einen warm hält und so weiter. Ja, kann auch sowas wie Italien, Spanien, Griechenland sein. Müsste man gucken. Sonst, also bis hätten wir jetzt uns so mit Ungarn, Kroatien und Slowenien beschäftigt. Slowenien fängt aber dann schon wieder bei 50, 60.000 an, das ist dann wieder zu teuer, ist dann so wie in Deutschland. Aber ansonsten die Lebenserhaltungskosten, also Nahrungsmittel und so weiter, Internet ist in Ungarn halt auch ziemlich günstig. Ja, das waren so kurz die Vorteile und was so der Plan ist. Ja, bis zum nächsten Video, ciao.